So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go, beziehungsweise es ist wieder Zeit für Raid am Mittwoch. Wir haben wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst und am Ende wartet auch wieder der Schocker der Woche. Und entschuldigt bitte meine Stimme, vor lauter Kotzreiz ist die immer noch ein bisschen kaputt, ne? Man merkt das hier im Hals, das ist einfach nur, ja, zu viel Öl, nix gut, sag mal, oder Pundigama, ich weiß es immer noch nicht, was das Problem war. Heute Abend ist auf jeden Fall wieder die Raid-Stunde, nochmal mit Xerneas, die zweite Raid-Stunde mit Xerneas. Ich nehme wieder eure Einladungen an heute Abend, wir werden wieder durchziehen, raiden. Vielleicht ist ja ein 100 dabei, 100 da dabei. Wenn nicht, gibt es auf jeden Fall XL-Bonbons. Ich freue mich drauf, abends auch wieder Wrestling. Und ich werde gleich noch rausgehen und gucken, ob ich heute einen Pam-Pam-Raid finde. Nachdem ich gestern 5 Stunden für euch gehostet habe, habe ich selber gar keinen gemacht und werde heute mal gucken, ob ich einen Pam-Pam-Raid finde. Vielleicht als Community-Raid, dann als Video für morgen. Jetzt aber angefangen mit den Highlights der Woche. Angefangen hat die Woche hier beim K-Joker mit einem shiny Pummeluff. Ihr seht auch immer das Datum dabei, 5.5. Kenny, also Horst of Death, hat sich ja in 100% Xerneas gegönnt. Das ist auf jeden Fall genial. Nicht saftig, aber genial. Das würde ich mir auch gönnen, würde ich auch direkt hochziehen, ja. Die Genaya, wir lesen einfach vor, was da steht, Jennifer. Jennifer hat mit mir einen Trade gemacht, einen Glückstrade und hat sich einen Aquana gewünscht. Jetzt habe ich mein Level 40er, 98er Aquana genommen vom Februar 2017. Das war eins der ältesten Pokémon, die ich noch auf der Hand hatte. Damit früher alles gemacht, alle Arenen, sonst was hin und her. Man hatte nichts früher, außer Aquana. Aquana damals bester Angreifer gegen Dragoran, gegen Gyarados und gegen Relaxo. Die Arenen saßen voll damit. Wer das noch weiß, wer 2016, 2017 gespielt hat, schreibt es mal rein. Dann der K-Joker aus der Aufgabe, Shiny Kaumalat bekommen, Cheffe 24 hier mit einem Shiny P gebrütet, Horst of Death noch ein Shiny Krypto Aero Kacksprühl. Er hat es hier anders geschrieben, aber ihr wisst, Kacksprühl heißt das ja richtig. Dann haben wir hier ein, keine Ahnung was das sein soll, Evoli, habe ich in der Gruppe gefunden, in WhatsApp habe ich es mal hier mit reingepackt, da ist auf jeden Fall so ein Boreos-Schwanz dran. Dann, was ich richtig genial fand, mit dem Bier-Benny habe ich einen Glückstausch gemacht. Und beim Glückstausch sind wir direkt wieder Glücksfreunde geworden. Das habe ich auch noch nie erlebt, das allererste Mal. Habt ihr sowas schon mal gehabt, dass ihr einen Lucky Trade macht, einen garantierten, und bei diesem Lucky Trade wieder Lucky werdet? McDonald's Goldcard haben wir auch noch am Start. Dann der Martin hier, der hat mitgemacht bei Kindwurm-Raids für Zuschauer, hat ein 100er Kindwurm bekommen, hat das direkt auch entwickelt, hat das Bruder Landa Ramse Landa genannt, aber weil das aus der Türkei war, habe ich sein Bild ein bisschen bearbeitet und habe gesagt, das ist Ramse Landa, das sieht orientalisch aus, so muss das sein. Kenny zeigt uns hier auch seine Ausbeute vom Meryl Quest Day. Bedenkt bitte, dass ich jetzt nicht jedes einzelne Shiny Meryl mit reingenommen habe, denn die Rate war doch ziemlich hoch. Genauso wie ich ansonsten ehemaliges C-Day-Pokémon oder Quest-Day-Pokémon nicht großartig mit reinnehme. Brian hier, @KJoker, auch Shiny Snubbull gegönnt. KJoker, wenn man mit Pfeffi tauscht, er ist halt ein guter Junge. 100% Lucky Kindwurm, 100% Pummeluff hat er sich auch noch gegönnt. Beim Pfeffi vor der Tür noch ein 100er Snubbull. Kenny, also der reißt wirklich ab mit seinen 100ern auch. 100% Galaponita aus dem, ja gut, aus dem Durchbruch. Könnte auch aus der Feldforschungsaufgabe sein. Es ist auf jeden Fall Level 15. Sieht man am Bogen, Level 20 wäre höher. Wir haben ja gestern auch Shiny Galaponita Raids gehostet. Pikachu King hat gleich 2 Shinies bekommen, hat sich tierisch gefreut. Dann Joel zeigt uns ein Foto. Ein Mewtwo, was auf seiner Gummischlange sitzt. Also, ihr kennt das ja, wenn ihr Kinder habt. Die nehmen gerne mal so eine Nudel mit ins Wasser, so eine Stoffnudel, die nicht aus Stoff ist, sondern aus Nudeln, eine Nudelnudel. Das sieht auf jeden Fall auch so aus, als hätte das Mewtwo hier irgendeinen Schwimmreifen, irgendein Gummitier zum ins Wasser gehen, hat sich da drauf gesetzt, um durch die Gegend zu schwimmen. Mewtwo wird einfach immer lächerlicher, jetzt fehlt nur noch der Partyhut und dann habt ihr's. Dann Caroline, die Caro hat auch mal Fotos reingeschickt für Raider Mittwoch. Da war ich erst komplett verwirrt und habe ich gedacht, Diggers bei.
was gibt sie ihren Pokémon denn für komische Namen? War dann komplett abgelenkt, weil da steht Gütersloh. Wer die guten alten Zeiten noch kennt, Gütersloh, der weiß ja, Ramses und Gütersloh ist eine Verbindung, die besteht. Dann hat sie ja ein Bumblebee und ich denke mir, was macht die denn? Was sind das für Spitznamen? Aus Reda, Wiedenbrück. Und dann ist mir eingefallen, dass überall Englisch steht, dass sie ihr Spiel auf Englisch hat und dass die Originalnamen sind. Da war es auch nicht so verwerflich, dass sie hier noch ein 100% Ponita bekommen hat. Das aber aus dem Raid mit 969, seht ihr, der Bogen ist deutlich höher und hat natürlich einen höheren Wert, einen höheren anderen Wert. Nimmt man auch mit, ist sogar getauscht worden. Geht das denn? Ach so, wieder Gütersloh. Gütersloh, die Stadt der Güter und Güte. Also aus einem Raid bekommen jemand und dann beim Tauschen ein 100er geworden. Das ist auf jeden Fall auch cool. Lost Lift hat aus der Spotlight-Stunde genau 2 Shiny Dratini noch mitgenommen. Ist ein C-Day-Pokémon, ich weiß, wollte ich nochmal mit reinhauen, um nochmal darauf hinzuweisen. Gestern war Dratini Spotlight-Stunde. Wir haben die Spotlight-Stunde nicht übertragen, so wie sonst immer. Wir haben Raids für Zuschauer gemacht mit Pam Pam, weil der so verdammt selten ist, so mit Shiny Galaponita. Wenn ihr einen Shiny in der Spotlight-Stunde bekommen habt, könnt das ja jetzt mal noch in die Kommentare drunter schreiben. Ich habe die vom C-Day schon voll gehabt und von diversen anderen Events, deswegen war mir das nicht so wichtig. Ich wollte Pam Pam für euch bereitstellen, weil der ja auch nur bis Montag drin ist, dann in die Eier wechselt und dann wird es wieder schwer, den zu bekommen. Starkiller, das Whiskagott schmeckt. Ist ein 100er, wie man sieht. Er hat hier oben auf 4 Sterne eingegeben. Ansonsten seht ihr, was er sonst noch für 100er bekommen hat. Plus was für Shinies. Auch ein Krypto-Shiny dabei. Dragoran 3,9. Sieht auch gut aus. Ja. Ein Shiny Kindwurm, Shiny Meryl, Shiny Charmian, Shiny Dratini. Ist auf jeden Fall überschaubar. Überschaubar. Selail hier mit einem wilden Simsala. Auch ein genialer Brocken. Habt ihr schon mal einen Simsala, die letzte Stufe, wild gefangen? Freut man sich immer wieder gerne, wenn man sowas sieht. Dann hat er ein 100er Nocturne erlöst. Er hat ein 100er Lavados erlöst. Rest in Peace. Ich muss ja das Maul halten. Ich habe damals auch meinen 96er Lavados genommen und habe das erlöst. Damals war das ganz neu mit Krypto-Pokémon, allem drum und dran. Dann kam Lavados und ich, ja, endlich 100er machen, geil, für die Sammlung. Jetzt wüsste man natürlich, dass jetzt Krypto-Lavados mit richtig hohen Werten das viel besser, nützlicher, stärker wäre und andere extra ihre Kryptos hochziehen, auch wenn die teurer sind. Aber manche erlösen halt einfach. Es sei ihm verziehen, ich hab's ja auch gemacht damals, er macht's halt jetzt. Selalia außerdem noch Shiny Fluffeluff, Shiny Pandimos, Shiny Kokowai mitgenommen, noch ein wildes Dragoran, 100er Viscora aus Selm. Ne? Glückwunsch, sieht auf jeden Fall gut aus. Sieht aus wie aus dem Raid. Gibt's das in Raids? Haben wir noch Raids da? Gar keine mehr. Selal noch 100% Glücks Serpifoy, schon mal für den C-Day, der schon war. Für den nächsten C-Day bekommen ja jetzt immer 2, wisst ihr Bescheid. Dann Pipi in 100% noch gegönnt, dann noch ein 100er Zwirrlicht erlöst. Oder so bekommen. Ich glaube, das ist erlöst. Erlöst ist 100 auf jeden Fall, Selal 100er Dratini mitgenommen, Fluffeluff Shiny noch gegönnt, dann wieder ein lustiger Spruch von Chuck und Sly. Wecker, mach mal aus. Hey Chuck, darf ich dich endlich mal besuchen? Klar, aber zieh kein Hemd an. Warum kein Hemd? Sonst geht's dir an den Kragen. Solche Bilder gab's ja sonst immer mit dem blöden Hund, der so komische flache Witze gebracht hat und Einzeiler. Dann gab's es mit Karl. Nein, bitte nicht, Dad, sonst was. Karl, weißt du warum hier? Weil sie... Gab's ja auch immer so Sprüche, jetzt ist es halt hier Sly und Chuck. Dann, das passt so geil, ich muss immer feiern, wenn du den zum Besten gibst. Machst du heute Raids? Echt nicht? Gar nicht? Du bist ein bisschen ein Otto geworden, also. Wir machen aber heute Raids in der Raid Mania. Aluhut hier, 100er Parfi bekommen, dann seine 100er Kaumala, 2 Lavita und ein Krypto Owai. Das ist auf jeden Fall richtig nice. Ein 100%iges Krypto-Pokémon. Habt ihr auch schon ein 100er Krypto? Schreibt's mal rein. Das am besten erlösen, dann wird's ein 200er. Jetzt hätte ich mir fast das Auge eingestochen. Dann hat er ja noch ein Shiny P bekommen. Nils möchte ich auch mal zeigen. Letztens habe ich gesagt, kurz vor dem Stream, da hat Nils angerufen. Ich habe keine Ahnung, wer Nils überhaupt ist. Der hat über Discord angerufen.
Und jetzt sehe ich hier plötzlich, dass Nils auch in Telegram geschrieben hat: Hi, können wir Freunde werden und kann ich einen Account bekommen, Streamer jeden Tag auf Twitch Pokémon Go? Hi, was geht live? Dann 10-mal angerufen, also. Ich finde es ja immer schön, wenn Leute Kontakt zu einem suchen und einen anschreiben oder sonst wie, aber bitte seid nicht so aufdringlich und vor allem respektiert, wenn ihr schreibt und man schreibt in dem Moment nicht zurück, weil man vielleicht was macht oder beschäftigt ist, aber dreht nicht komplett durch, ruft nicht 50.000 Mal an und sonst was, das führt nur dazu, ihr werdet blockiert und dann könnt ihr einen gar nicht mehr erreichen. Aber es soll ihm verziehen. Der kleine Nils, wer kennt ihn noch? Sir Ups hier auch, 100er Pummeluff mitgenommen. Dank hat er hier geschrieben, ein Zaragoza Aragon Spanien Drache. Der ist wohl aus Raids für Zuschauer. Mit Lurak hat er wohl einen Shiny bekommen. Dann 100er Snubbull noch mitgenommen. Lukas zeigt uns hier seine Ausbeute. Schon schlechtere Sachen gehabt. Das habe ich mal mit rein, weil das einfach so heftig übertrieben ist. Wieder 2 Millionen Bilder da sind. Wir sehen 1, 2, 3, 4, 5, 6 Shinies. Und dann 106 und 3, 196er als 98er und 96er Version von den EV kann man mal mitnehmen. Lukas ebenfalls hier nach dem 7. Versuch ein 100er Xerneas. Das ist auf jeden Fall schön, dass du bei so wenig Raids ein 100er bekommen hast. Was nicht so schön ist, ist die Spoofer-Oberfläche. Wenn das schon spoofed ist oder bei einem Spoofer-Raid oder sonst was, keine Ahnung, pack doch wenigstens das Overlay weg, das versaut das ganze Foto. Jetzt ist hier unten, da ist hier oben, da ist sonst was. Und selbst wenn jetzt Spanien dran steht, man kann heutzutage ja eh nicht mehr wissen, spoofst du? Man kann sagen, nein, ich wurde eingeladen von meinen spanischen Freunden oder ich bin gerade im Urlaub und darf hier nicht mehr weg wegen Corona. Ist alles möglich, aber das sieht halt nicht so schön aus. Noch schlimmer ist es, wenn die Leute noch 20 Joysticks auf dem Bild haben, dann nehme ich das gar nicht mehr mit rein, weil das einfach das ganze Bild versaut. KJ... Das müsste Kiso. Wenn's edit, dann weiß ich's wieder. Auch sowas mit langgezogen und Cousinchen? Nein. KJ auf jeden Fall hier. Shiny Pummeluff mitgenommen. Shiny Flunkiefer. 100% Meryl. Und da habt ihr auch Meryl Peach zum Trinken. 100er Dratini mitgenommen. Was das ist, weiß ich nicht, was mir das sagen soll. Heißt das? Er hat seinen Buddy Melmetall und dann taucht auf der Karte einfach ein wildes Melmetall auf. Zum Fangen gibt es das pikant. Warum stehen da zwei? Ich weiß es nicht. Oder ist es einfach nur so reingeschnitten und auf jeden Fall OMG. Keine Ahnung, was das jetzt bedeutet. Sarina sich hier auch Shiny Azurill gegönnt. Shiny Kaumalat, 100% Dratini. Shiny Jojo gegönnt. Shiny Pummeluff gegönnt. Dann Sarina noch einen Code geschrieben. Ihr könnt ja gerne mal gucken, was passiert, wenn ihr den Code eingebt bei euch. Moin Ramses, ist zwar nicht viel, aber trotzdem eine kleine Aufmerksamkeit von mir für all das, was du bisher für mich getan hast. Dankeschön, dass du dir den Arsch aufreißt, ohne irgendeine Gegenleistung zu verlangen. Dankeschön für die ganzen unterhaltsamen Streams, die selbst dann einen aufheitern, wenn es einem mal nicht so gut geht. Dankeschön, dass du einfach so bist, wie du bist. Ohne dich hätte ich Pokémon Go längst aufgehört und ohne dich hätte ich nie die anderen coolen Socken, das seid ihr, aus der Community kennengelernt. Bleib bitte so, wie du bist und die Hater können dich ja ruhig am Tüffel tuten. Ich bin dir auf jeden Fall dankbar für das, was du und dein Team, die genauso ein sehr großes Dankeschön verdient haben, für mich getan haben. Und ich habe es ja auch schon gesagt, es ist nicht nur so, dass es manchen nicht so gut geht und die dann in den Stream kommen und es denen dann besser geht. Bei mir ist es auch so. Ich liege wieder mal hier auf meiner Pennermatratze am Boden, wach auf, Albträume, Paranoia, sonst was, Angstzustände, Panikattacken. Mir geht es so dreckig. Am liebsten würde ich aus dem Fenster springen, was nicht viel bringt im ersten Stock. Da liege ich dann nackt dort und jeder guckt und sagt, guck mal, da liegt hier jemand, das ist nicht der Ramses. Deswegen gehe ich lieber in den Stream, das sind Leute von euch da, die sagen, yo Ramses, und ich sage, yo Leute. Und dann geht es mir nach der Zeit auch wieder besser, ich fühle mich wenigstens irgendwo, dieses ganze Gefühlschaos, was da ist. Es ist Ablenkung, es ist Beschäftigung, es ist sonst was, es ist hin und her, dieses mit den Menschen interagieren. Und mache ich auf jeden Fall gerne, ich helfe euch, ihr helft mir, das ist so Symbiose, Zusammenleben zum gegenseitigen Nutzen, ohne dass wir zusammenleben irgendwie. Jennifer gebrütet noch ein Shiny Praktibalk, ein Shiny Pummeluff, 100er Voltoball. Kiss My Shinies hat hier ein Shiny 96er Duflor Glücks Shiny 96er Shiny Glücks bekommen.
Eigentlich bin ich gegen Glücksscheinies, aber ich finde dieses Bild irgendwie cool. Dieses Grüne mit dem Goldenen im Hintergrund hat mir sehr gut gefallen. Niklas für Raider Mittwoch, ein 100% shiny Kindwurm. Das müsste eigentlich schon der Schocker der Woche sein. Chevy Art hier auch. Shiny Stolunio Trasler, Coco Vai, Alola, 100er Pummeluff mitgenommen, 100% Bro. Dann frisch geschlüpft auch Shiny Praktibalk. Es ist angekündigt fürs Y-Event, dass mehrere Rübel gleichzeitig euch die Pelle versemmeln. Aber hier seht ihr schon, beim Chevy sind auch zwei am Start. Mann und Frau, die gehen als Pärchen los, um Leute zu verprügeln. Wenn man sonst keine Hobbys hat, gerne. Dann hat ein 100er Carbador bekommen. Hat sich gefragt, soll ich oder soll ich nicht? Von 1,4 auf 3,8. Er hat's gemacht. 100er Garados, you only live once. Da kann er die Gurke, die Krüge ja jetzt verschicken. Er hat nämlich vorher ein 98er auf Level 50 gepusht. Ihr seht 3834, 3825, das sind 9 WP Unterschied, das ist eigentlich nichts. Also wäre es komplett egal, ob ihr ein 98er oder 100er pusht. Dann hat er mir noch einen Sub geschickt, um mich zu ärgern. Dankeschön, dass es Subway bei uns nicht mehr gibt und ich seitdem keinen Subway mehr essen konnte. Ist auch hier auch 100er Kindwurm mitgenommen, 100er Voldoball, 100% Xeneas beim Sören. Glückwunsch, ist aber glaube ich der. Ist das the main? Ist das the main? Let's get ready to. Ist das the main? Bin sehr froh, dass ich das in der ersten Ladung. Bin sehr froh, dass das in der ersten Ladung dabei war. Leider lässt das Shiny P auf sich warten. Julchen Shiny Fluffeluff mitgenommen. Burkhard Shiny Raupi. Der hat den Check. Das ist der Schocker der Woche. Was will man mehr? Dann hier noch 100% Flauschling. Was ist das für ein Level? 16 WP. Ihr seht, die Stimme ist auch on fleek. Snubbull, Shiny bei Burkhardt noch, 100% Merrill mitgenommen beim Burkhardt. Leon Petzold zeigt uns aus einem Rauch im Event. Manu, ich möchte doch die Event-Pokies in Shiny, Schwalbini, Stolunio, Minun, alles mitgenommen. Und die Eltern haben Drillinge. Fand ich cool in dem Zusammenhang, auch wenn es natürlich wieder die Merrill-Sache ist. Aber ihr seht, da sind zwei gelbe Osterhasen und die haben drei grüne Babys. Und dann kommt plötzlich das schwarze Schaf, was hier blau ist, mit 100, weil das gehört nicht zur Familie. Deswegen ist es das Stärkste, das hat noch genügend Power, ne, bis es seine eigene Familie hat. Dann geht es auch den Buff runter. Lad Please Fanray zeigt uns hier auch seine Krypto-Sammlung als Shinies. Panella Aero Kack Sprüh, 2 Kanivanga, hätte ich schon eins entwickelt. Dann Surfail zeigt uns einen Slimer mit Scheuklappen. Was war da denn los? Flexmann noch rechtzeitig vor dem C-Day ertauscht, 100% Glückskaumalat, kann man dann natürlich schön zum 100% Glücksknackrack machen und zum Mega und Level 50 und alles mögliche. Dann Elke hier auch, 100er Merrill, Pikachu mit Wolle am Kopf, von der anderen Seite. Heiko hat aus seiner Level 50er Belohnungsaufgaben-Quest-Dings ein Inkognito E bekommen. Ich weiß schon gar nicht mehr, welches Inkognito ich hatte, aber auf jeden Fall gibt es ein Inkognito, aber die Buchstaben können variieren, nicht jeder bekommt den gleichen. Heiko auch mit 100% Parvinesse, Lennart hier 100% Shiny Merrill. Das ist richtig genial. Schocker der Woche, jetzt schon, aber auch nicht, weil haben wir nochmal drin, seht ihr dann gleich. Lennart auch hier, 100er Baumball mitgenommen. Gregor, das ist genial, müsst ihr mal aufpassen. Gregor hat ein richtig gutes Krypto-Portrott. Was macht er? Er löst es natürlich zu einem 100er. Hättet ihr das zum 100er erlöst, hättet ihr es so gelassen, schreibt es mal rein. Dann zeigt er uns als nächstes, er hat ein richtig gutes Macholo-Krypto. Und was macht der Gregor? Was hat er eben mit dem guten Potrott gemacht? Er hat es erlöst. Also, was macht er mit dem Macholo? Genau, er entwickelt es und zieht es hoch. Wunderbar. Er hat uns alle an der Nase rumgeführt. Alle haben jetzt gedacht, was, der kann es nicht erlösen. Nee, er hat es einfach hochgezogen auf 3032. Und da geht noch was. Vielleicht auf Level 50 ziehen, das als dicken Brocken nehmen. Dann hat er hier noch einen 100er Grillmack bekommen. 100er Flauschling, Shiny Skoppel, Shiny Fluffeluff, 100er Merrill, Gregor, 100er, nee, Shiny, vergesst es, Shiny Azurill, Karin, Suell,
mit dem 100er Merrill, Shiny Voldoball, Cassiopeia, endlich 100% Xerneas. Der arbeitet auch hier mit der Pokerate App, wie man sieht. 2900 Benachrichtigungen. Vorbelastet, Sosa Magnedon, früher aus Empfangbildschirm. Was anders ist zu jetzt, schreibt es mir in die Kommentare. Guckt euch den mal genau an, oben, hin und her, rechts. Das Design hat sich auf jeden Fall im Laufe der Jahre geändert. Vom Fangbildschirm, von der App, von der ganzen Darstellung. Zweiter Fanrate-Pass beim Black Scarwolf. 100% Pam Pam Bigelow. Den nimmt man auch gerne mit. Würde ich gleich maxen, hochziehen, entwickeln, auf Level 50 pushen, ohne Bonbons auf jeden Fall. Brainy Stendal hier auch 100% Shiny Merrill. Deswegen kann das nicht der Schocker der Woche sein. Ist ja, hat ja jeder, wie man sieht. Noch ein 100er Merrill hinterher, interessiert schon keinen mehr. Fifabi, heftige Augen, hat wohl zu viel Alge getrunken von Knossi. Shiny Pummeluff, Shiny Dummiesel, ein pinkes Dummiesel, kam ganz überraschend. Shiny Mino noch, das waren die Highlights der Woche. Und jetzt haben wir natürlich noch den Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt diesmal vom Jojo und das ist einfach dieses Krypto-Quiekel mit 100%. Ja, wir haben auch ein 100%iges Krypto-Owei drin gehabt. Man könnte auch sagen, ja, diese 100% Shiny Merrills, die waren richtig heftig, sonst was, aber die sehen zwar gut aus, die sind seltener als andere Sachen, aber die sind nicht so heftig, denn ein 100% Krypto-Pokémon ist immer heftig, aber ein Owei ist eben kein Quiekel. Quiekel zu Mamutell ist so ein heftiges, krasses Pokémon und das in der Krypto-Version noch, das wäre ein Träumchen. Also das ist für mich einfach der Schocker der Woche, als ich dieses Bild gesehen habe, wie das da sitzt mit seinen roten Schlitzaugen und der stinkenden Kackwolke hinter sich. So muss das aussehen. Cooles Bild, Jojo, ich hoffe auf mehr. Gönn dir mal noch so ein 100er Krypto Lavita. Lass uns daran teilhaben, deine 100er Krypto Armee muss wachsen. Das war's auf jeden Fall von meiner Seite aus. Wir sehen uns heute Abend in der Raid Mania. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.